Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X und zwar mit den Befähigungstests, um unsere Scale-Lizenz endlich zu bekommen. Ich bin jetzt bei Befähigungstest Nummer 5. Davon habe ich irgendwie zwei Häkchen schon gesetzt bekommen, weil nicht, dass ihr das verpasst habt oder so, sondern das habe ich schon zufällig im Laufe des Spiels sozusagen gemacht. Was uns noch fehlt ist, sammle 3 Flohsackkürbisse in Oblivia. Ich habe mir meinen guten Guide gekauft, das Lösungsbuch sozusagen, ja, oder Guide ist, glaube ich, das richtige Wort auf Englisch. Und diese Objekte sollen angeblich am frühen Morgen hier in dieser Gegend, die ihr jetzt gerade sehen könnt, hier in Oblivia sein. Das heißt, das ist ein guter Test für den Guide. Wir werden jetzt den frühen Morgen einstellen. Nacht. Achso, ich mache hier einen Fehler. Ich stehe hier gerade nur. Wie lange geht ein früher Morgen? Es geht nur bis 7. Von 5 bis 7. Dann wäre es wahrscheinlich genau. Das stelle ich jetzt hier ein. Dann haben wir 2 Stunden Zeit. Und hoffe, dass hier in der Region solche Flohsackkürbisse sind. Tendenziell so in diese Richtung. Oh, Regenbogen. Echt schöne Wettereffekte, ey. Wir hatten ja schon Sternschnuppen. Das ist es nicht. Und Polarlichter. Und jetzt auch noch Regenbogen am frühen Morgen. Ist das nicht herrlich? Bisher überhaupt nichts. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen weiter hier in diese Richtung gehen muss. Aber eine Stunde ist schon vorbei. Da. Was ist denn das da für ein Viech, ey? Krass. Wo sind denn jetzt hier noch Items? Items. Oh, der kommt. Oh, die sind hier verdächtig nah, die Penner. Kann ich hier einfach durchlaufen? Da sind nämlich noch ein paar Items. Ja, ich laufe mal einfach weg. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Oh, guck mal. Ah, nee, kann ich nicht einsammeln. Kann ich nicht einsammeln, wenn ich angegriffen werde. Scheiße! Na, dann ist unser früher Morgen dahin. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich hier echt in einer schlechten Situation, ehrlich gesagt. Scheiße. Nicht gut. So. Okay, den haben wir geschafft. Kein einzigen Flohsackkürbis. Jetzt ist ja halt auch der frühe Morgen weg. Scheiße. 10 Minuten. Ingame-Minuten wohlgemerkt. Nichts dabei, das ist doch kacke. Toll. Ach, ich hasse so eine Sammelscheiße. Okay, passt auf. Mir ist das ein bisschen zu blöd. Deswegen versuche ich jetzt Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt ins Weltquartier und versuchen uns diese Items zu holen über
Sag schnell, wieso kann ich nicht beamen gerade? Ich kann nicht ins Weltquartier beamen. Warum? Ach, weil ich die falsche Kartenansicht habe, ich Trottel. Ach ja. So. Wir holen uns das über Belohnungstickets. Belohnungstickets sind ja die Tickets, die man durch die Online-Funktionalitäten bekommt. Und die kann man nämlich eintauschen gegen Items. Mit Glück können wir die bekommen, diese Flohsäcke. So, Belohnungstickets einlösen. Angebot. EFG. Da, EF. Ne. Scheiße. Können wir uns nicht so holen. Oh Mann. Ah, das ist ja echt ärgerlich. Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ich habe das Problem gelöst mit der letzten Mission. Und zwar war das Mission Nummer 5 von den Befähigungstest. Ich kann euch das jetzt leider gar nicht mehr zeigen. Aber da habe ich ja verzweifelt in der letzten Folge diese Flohsack-irgendwas gesucht. So, folgendermaßen, also in meinem tollen Lösungsbuch, was ich ja habe, ist die Lösung hierfür nur indirekt versteckt. Die hat mir wirklich im Grunde genommen nicht geholfen, nur wenn man weiß, wie man es macht, dann steht es dort indirekt irgendwie drin. Rausgefunden habe ich das durch einen anderen YouTuber, muss ich fairerweise sagen, ein englisches Video, und den möchte ich auch gerne erwähnen, den Kollegen, das ist Nimbus Hero, also vielen Dank an den Typ. Der hat einen super Tipp gegeben, und zwar ist das so, wir wissen ja, dass das in Oblivia ist und dass es am frühen Morgen sein muss. Das ist die Zeit zwischen 5 und 7 Uhr im Spiel. So, auf der Karte ist das folgender Ort. Ich blende das jetzt einmal hier für euch ein. So, ich denke, ihr könnt das sehen. Und genau in diesem Ort, wo wir uns jetzt befinden, ist eine Datensonde zu finden. Ja? Das ist nämlich genau die hier. Die muss man im optimalen Fall setzen. Das ist Knotenpunkt 317 vom Gebiet her auch, damit ihr das wisst. Und hier gibt es jetzt eben einen Trick. Und zwar, wenn ihr hier seid, ja, am Rande von Oblivia, das ganze Gebiet nennt sich auch Südküste. Ich habe euch das gerade auf der Karte ungefähr gezeigt. Knotenpunkt 317. Dann macht ihr Folgendes. Ihr springt hier runter. Genau, da runter. Da ist gerade ein Riesentyp. Level 48, der könnte uns angreifen. Das ist schlecht. Da müssen wir vielleicht hier so ein bisschen nochmal außenrum, dass wir nicht direkt... Oh, hier sind Level 36er. Dass wir hier nicht direkt vor dem landen. Aber wir müssen auf jeden Fall hier runter. Wo sind wir jetzt hier? Ja, jetzt ist der ein bisschen weg. Also hier runtergejumpt. Yeah! Ja, ist noch nicht ganz unten. Da zu den Krebsen wollen wir. So. Hier sind wir jetzt. Direkt am Strand. Ja, zur Orientierung. Da ist das Wasser. Hier sind die Level 43er Krebse. Da ist dieser Ring. Und wir gehen jetzt hier hin. Und siehe da, da ist eine Höhle. Und diese Höhle ist des Schlüssels, des Rätsels Lösung. Und zwar, wenn man hier reingeht, liegt hier erstmal nur ein Item. Das bringt einen noch nicht viel. Aber wenn man sich jetzt hier genauer umguckt, da ist es, seht ihr das? Ist hier nochmal ein Gang. Und wenn ihr hier reingeht, dann... Tata! Ist die Höhle voller Items. Seht ihr das? Und zur richtigen Zeit, nämlich wie gesagt zwischen 5 Uhr und 7 Uhr im Spiel, früher morgen, findet ihr dann hier die drei
Flohsäcke, die ihr braucht. Wäre mal interessant, ob ich jetzt hier auch einen finde zu dieser Zeit. Da, tatsächlich, guck mal, es ist zeitunabhängig. Flohsackkürbis. Okay, guck mal, hier findet ihr die sogar unabhängig von der Zeit. Noch ein Flohsackkürbis, sind schon zwei. Ja? Also müsst ihr noch nicht mal zu der Zeit hier hin. Ja, also mindestens zwei waren dabei. Werden noch welche eingeblendet? Ja. Ja. Ja, drei Stück. Also genau die drei Stück, die ich auch schon mal eingesammelt habe, weil ich das eben gerade schon gemacht habe. Nur da lief die Kamera noch nicht mit. Die wir brauchen, haben wir jetzt eingesammelt. So, ich konnte das also jetzt quasi reproduzieren. Ja, und das ist dann eben die Lösung für diese Quest. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und vor allen Dingen habe ich auch mir damit geholfen. Und trotzdem nochmal einen großen Dank an Nimbus Hero. Von dem habe ich diesen Trick kopiert, muss man sagen. Ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber manchmal muss man sich unter YouTubern auch helfen, ne? Und mir war das jetzt irgendwie zu dumm, da immer zwischen 5 und 7 Uhr da in diesen bestimmten Gebieten zu farmen. Und hier hat man eben so viele Items auf einmal und keine Gegner vor allen Dingen auch, ne? Man ist ganz in Ruhe. Sehr cool. Ich muss jetzt unbedingt auch speichern. Ich habe länger nicht gespeichert schon. Wunderbar. Cool. Das bedeutet jetzt auch für uns, wir haben nur noch offen zwei, ne? Ja, zwei Befähigungstests. Okay, richtig geil. Hole dir bei Tauler in der Straße der Division im Verwaltungsbezirk die Prüfungswaffen ab. Okay, Missionsziel festlegen. Das machen wir. Das ist in New Los Angeles. So, da sollen wir uns die Prüfungswaffen abholen. Oh, ich bin so gespannt, ey. Wir sind kurz vor unserem Scale. Wenn wir hier diese Befähigungstests abgeschlossen haben. So, der wartet hier irgendwo, der Typ. Da. Hm? Ich grüße Sie. Sie sind sicher der Kandidat für die Lizenzprüfung, richtig? Ich wurde von den Outfittern mit der Zuteilung der Waffen für Ihren Eignungstest beauftragt. Ich werde Ihnen nun drei Waffen überreichen. Sie werden gebeten, mit einer dieser drei Waffen eine bestimmte Anzahl wilder Kreaturen zu erledigen. Waffentests dieser Art sind eine extrem wichtige Informationsquelle für Rüstungsfirmen. Wir bedanken uns vielmals für Ihr Mitwirken an dieser Forschungsreihe. Besiege mit dem Prüfungsmesser drei massive Grexe. Habe ich das jetzt eingeblendet? Ja, okay, das habe ich eingeblendet. Habe ich die Waffen denn jetzt auch, dass ich die ausrüsten kann? Ausrüstung. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß das? Prüfungsmesser. Achso, die heißen alle Prüfungsmesser, Prüfungsgewehr, Prüfungsschwert. Okay, das ist ja nun nicht so schwer zu merken. Nein, nicht Mission. Hallo. Ausrüstung. Tiester. Waffe. Prüfungsgewehr oder wie das dann heißt. Hä? Doch, Prüfungsgewehr, da. Wieso kann ich das nicht benutzen? Was hindert mich daran, das auszurüsten? Mit der aktuellen Klasse. Okay, gucke ich erstmal die anderen Sachen. Prüfungsmesser kann ich anlegen, okay. So. Prüfungsgewehr, Prüfungsmesser und was war das dritte? Prüfungsschwert. Okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Prüfungsgewehr kann ich nicht anlegen. Messer konnte ich anlegen.
Kann ich das Schwert denn anlegen? Kann ich auch nicht anlegen. Jetzt dämmert mir das, Leute, was die damit bezwecken. Ich muss damit bestimmte Ränge auf bestimmten Klassen bestimmt haben. Oh, das sind solche Schweine, ey. Naja, okay. Erstmal keine Schwarzmalerei. Ich habe das Messer, also mache ich das Messer. So. Das ist das erste auch mit dem Messer in Primordia. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher Zielpunkt von denen hier der mit dem Messer ist. Ich sehe hier nur zwei eingeblendet. Vielleicht sind die nebeneinander sozusagen. Gut, versuchen wir das mal mit dem Messer. Das sind keine einfachen Quests, ey, um an den Scale zu kommen. Da muss man echt hier einiges für tun, einiges für finden. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch mit diesen Flohsackkürbissen da, wie soll man das eigentlich als Otto normal finden? Also ohne irgendwelche Hilfen. Das finde ich schon echt hart, ey. Das zu finden, muss ich echt sagen. So, wir sind hier auf Kurs. In das erste Zielgebiet. Ah, da sind doch Viecher. Grexe. Ja. Drei massive Grexe. Ach, das sind alles die gleichen Gegner. Jetzt raff ich das. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Warum fehlen mir jetzt zwei Fähigkeiten? Ist das wegen der Waffe? Ja, es ist wegen der Waffe. Es sind nämlich genau die Nahkampfwaffen. Nein, ich muss ja auch die Nahkampfwaffe auswählen, natürlich, Trottel. Ich muss den nur damit kämpfen. Nehme ich mal an. Ja, okay. Zwei von drei habe ich damit schon mal besiegt. Das ist doch gut. Okay, das sind alles die gleichen Gegner. Das ist gut. Da muss man hier wenigstens nicht die Gegner suchen. So, wo sind noch mehr davon? Massive Grexe. Ah, hier ist eigentlich erst das Zielgebiet. Interessant. So, hier sollen die massiven Grexe leben. Da sind sie auch. Oh, die haben aber Level 22. Die hat doch, eben hatten die doch weniger, oder? Im besten Fall gehen die hier nochmal auseinander gerade. Das wäre schon schön. Aber die kuscheln miteinander. Das ist natürlich kacke. Ich frage mich, ob das reicht, dass ich das ausgerüstet habe, oder muss ich ihn damit sozusagen auch wirklich nur bekämpfen? Ich mach mal folgenden Trick. Ich werde ihn jetzt erstmal schwächen. Also sprich Lebenspunkte ordentlich runtersaugen, bis ich dann
zum Schluss das Messer einsetze. Jetzt ist der zweite mit im Kampf. Okay, jetzt das Messer. Welchen haben wir jetzt anfokussiert hier? Ah, okay. Ach, ich bin doof, ey. Ich lese das einfach nicht richtig. Da steht, erfülle eine der Anforderungen und nicht alle. Ach, und deswegen, je nach Klasse geht das dann sozusagen. Ja, cool. Dann ist das ja schon erledigt. Wunderbar. Nice. Eine der Anforderungen, nicht alle. Ja, cool, ey. Da fehlt uns nur noch ein Befähigungstest. So, ich kann jetzt vor allen Dingen erstmal meine Waffe wieder nehmen. Das ist ja auch auf jeden Fall wichtig. Das beste Messer hier, hatte ich das? Photonenklinge? Oder welches hatte ich? Wow, 160. Ja, das erste hier. Die Photonklinge. Ich mach's uns mal beste Ausrüstung, stärkste Ausrüstung anlegen. Ach, guck mal. Hat er eine andere Waffe genommen. Die 96er hier. Die hat wohl bessere Werte. Sieht ja auch krass aus, ey. Ach nee, als Schusswaffe hat er eine andere genommen, genau, cool. Nice, nice, nice. Sehen wir ja echt abgespaced aus. Cool, habe ich eine andere Schusswaffe auch. Okay. Weiter im Text, uns fehlt nur noch eine Befähigungsmission jetzt, ne? Befähigungstest 8. Erfülle eine der Anforderungen. Diesmal lesen wir das vernünftig. Beende die Mission der Manon-Mechaniker, Manon-Materialkunde oder stichfeste Argumente. Ich würde sagen, die mir zuerst unterkommt. Die Mission selbst vermute ich mal wohl auf dem Manon-Schiff. Da werde ich jetzt zumindest mal hin. Ich denke mal, dass ich mir eine der Missionen da abholen kann. Hoffe ich. Ich hoffe dann hier auf ein entsprechendes Fragezeichen. Ist hier irgendeiner mit Fragezeichen? Ach, da ist einer. Ein grüner. Willkommen auf dem Schiff der Manon, okay? Du wirst dem Rest der Menschheit zustimmen. Vielleicht, dass wir es hier an nichts haben fehlen lassen. Wie hat dir die Fahrt hier hoch gefallen? Der Teleporter lässt einem den Magen in die Beine sacken, oder? Manon-Technologie ist erstaunlich, findest du auch? Ja, also, wo waren wir vorhin stehen geblieben? In der jüngeren Vergangenheit haben wir Manon uns mit euch verbündet und unsere Freundschaft gestärkt. Doch wir sind auch fleißig gewesen, oh ja, oh ja. Wir haben einige Geräte erfunden, die gegenwärtigen Marktforschung zufolge garantiert am Nerv der menschlichen Zeit liegen, ja? Ja, also zumindest war das der Plan, weißt du? Allerdings sind die kulturellen Barrieren etwas schwieriger zu überwinden als gedacht, okay?
Der benötigte Fortschrittsgrad der Technik ist quasi zu vernachlässigen. Aber wir haben echte Schwierigkeiten, alltagstaugliche Produkte zu entwickeln. Ja, ja. Menschen waschen Dinge in verdünnten Chemikalien und kleistern Beige Farbe auf ihre Gesichter. Eure Bedürfnisse sind ein wenig abstrus, oder? Also ganz, ganz seltsam, nahezu unverständlich, jenseits jeder Logik also, so könnte man das sagen, oder nicht? Unergründlich, ja. Unergründlich, genau, ja. Hey. Ja, also dachten wir uns, wir lassen das mit den Alltagsprodukten bleiben und bauen stattdessen Waffen. Okay, bei Waffen kann man nicht viel falsch machen, oder? Nein. Wie soll eine Waffe sein? Machtvoll, praktisch, luxuriös. Genau, luxuriös muss sie sein. All das können wir Manon bieten, oder? All das und noch viel mehr, richtig? Ich bin ganz, ganz sicher, dass die Menschen viele, viele, viele Waffen kaufen werden. Jetzt ist es nur so, ja also, die kulturelle Barriere, die ist ja schon ziemlich hoch, oder? Wenn jetzt die Menschen nicht verstehen, wie toll die Waffen sind, und, ja, da wollte ich dich jetzt eben um einen Gefallen bitten, weißt du? Wenn du ein paar der Waffen probieren und sie dann super finden könntest und den anderen davon erzählst, also quasi Mund-zu-Mund, Propaganda, das ist ein guter Plan, oder nicht? Ich bringe dir gleich mal eins unserer neuesten Modelle, damit du es so richtig prima testen kannst. Ja? Gut? Nimm die Waffe und erleg am besten ein paar schnelle Evolos. 7 oder so. Das sollte genug sein, oder? Ja? Oh, und je prächtiger und wilder man der Waffe. Nee, und wilder man mit der Waffe kämpfen kann, umso besser die Werbung, nicht? Die Menschen werden uns die Bude einrennen, vielleicht. Vielleicht. Okay, gut. Also, die Zukunft von Lieb und Stichfest liegt in deinen Händen, ja? Okay, habe ich jetzt. Es kam keine Missionsfrage-Annahme. Was ist jetzt hier los? Stichfeste Argumente. Genau, das ist die. Sprich mit dem Manon-Schiff mit Tudra. Benutze den Spezialschnibbler und besiege damit tagsüber 7 schnelle Evolus in Primadora. Und das ist doch wiederum. Ach, scheiße. Das ist doch wiederum Teil jetzt dieses, oder? Stichfeste Argumente. Genau. Perfekt. Das heißt, das muss ich als Navigationsziel festlegen. Ja, und im besten Fall zeigt er mir es auf der Karte an. Ja, tut er. Okay, die Waffe hat er mir jetzt ja hoffentlich mitgegeben, ne? Das hoffe ich mal jetzt. Waffe, Waffe, Waffe. Wie heißt die Waffe? Spezialschnibbler. Spezialschnibbler. Kann ich nicht ausrüsten. Kann mit der aktuellen Klasse nicht ausgerüstet werden. Welche Klasse brauche ich denn dafür? Wo steht das? Kurzschwert. Wo steht, welche Klasse man dafür braucht? Das habe ich noch nie so richtig ersehen können. X Untermenü. Okay, welche Klasse könnte da sein? Das ist ein Kurzschwert. Klasse. Die ideale Klasse für alle, die kräftig austeilen wollen und den Einsatz von Stärkung. Standardwaffen. Kurzschwerter. Ja, Stürmer. Klasse wechseln. Stürmer. Ausrüstung. Schnibbler.
Ja, funktioniert. Nice, okay, cool. Gut, jetzt nur noch die Viecher finden. Die sind Gott sei Dank wieder auf der Karte markiert. Ich hasse das, wenn ich irgendwas suchen muss, wo ich echt nicht genau weiß, wo ich hin muss. Das ist mal scheiße. Level 40, ey, was ist das denn da? Da will ich nicht hin. Nee, den Punkt, den ich hier gerade verfolge, der passt nicht. Der ist viel zu weit weg. Es muss irgendwo hier sein. Schnelle Evolus. Hey, dieser Level 40 da muss ich nur aufpassen. Level 60. Ah, da ist ein Zielgebiet. Hier ist das Gelb. Auf der Minimap. Schnelle... Oh, noch so ein... Level 60. Waren die schon immer hier, diese Viecher? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das die sind, ey. Nee, das kann nicht sein. Level 60, ey. Da sind voll viele von. Was machen die denn hier? Schnelle Evolus. Nein, das sind die nicht. Aber die sind hier genau im Zielgebiet. Diese großen Level 60er. Junger Krex. Tagsüber. Ah, das ist wieder das Problem. Tagsüber sind die nur hier. Tagsüber. Ist hier irgendwo eine Uhr in der Nähe, ein Außenposten? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht in der Nähe. Nee. Nee, nee. Hier gibt's sowieso ein... Ah doch, ja, der eine ist nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich schon, ne? In die Richtung liegt eine Uhr. Also die Nacht geht jetzt noch... Ja, geht schon noch 6 Stunden. 6 Stunden. Echt ganz schön heftige Gegner hier teilweise. So, ich renne jetzt zu der Uhr. Da ist ein Schatz. Habe ich den schon mal probiert? Weiß ich gar nicht. Versuche ich gerade nochmal. Level 40, Grex. Ja, tatsächlich. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. Da ist der Außenposten. So, jetzt können wir hier die Uhrzeit ändern. Wie geht's? Ein Deutscher. Genau. Früher Morgen, Vormittag. Das ist doch tagsüber. So, und jetzt müssen wir wieder in das Zielgebiet im Prinzip. Ist der kürzeste Weg eigentlich hier über Wasser, ne? Aber da komme ich nicht hoch hinten. Und wieder zurück. Ey, echt aufwendig hier mit dem Skell. Da sind schon welche.
schnelle Evolos. Die sind noch nicht mal im Zielgebiet. Spezialschnibbler. Oh, Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Scheiß drauf. Ich habe nur zwei Techniken mit dieser Klasse. Erbärmlich. Aber es funktioniert. Einen habe ich besiegt. Drei haben wir besiegt. Sehr gut, vier Stück noch. Dem Spezialschnibbler. Ja, es liegt halt, weil ich die, liegt daran, dass ich die Klasse jetzt wechseln musste, dass ich da überhaupt keine Techniken für habe. Da ist noch einer. Schnibbel ihn weg. Fünf. Sehr gut. So, wo sind hier noch welche? Ich brauche noch mehr von denen. Zwei Stück nur noch. Pass auf, dann renne ich ins nächste Zielgebiet. Es gibt hier noch ein Gebiet. Es ist nicht weit weg. Da sollten dann auch noch welche sein. Das ist hier in etwa die Richtung. Scheiße, ich muss da aber hoch. Ah, kacke. Ich muss hier hoch, die sind da oben. Oh nee. Komm schon, das klappt meistens eigentlich. Ja, ja. Ja. Da, guck, guck. Cool. Oh, renn ich weg. Boah, der rennt immer weg, ey. Und ich bin total langsam mit diesen Waffen. Die sind richtig scheiße, diese Waffen. Keine gute Manon-Technik. Oder vielleicht für später oder so. So, da ist noch einer. Oh, renn doch nicht weg, ey. Ah, hier ist auch einer. Greif an! Greif an! Ja, gleich haben wir alle Befähigungstests. Oh. Ja. Ach, ich muss noch mit dem sprechen jetzt. Ach, je, Mann. Ich muss noch mit dem sprechen. Das gibt's doch gar nicht.
Mit dem Questgeber. Mit dem Manon Questgeber. Cool. Wo war der denn? Da hinten, oder? Ja. Ja? Da ist er. Willkommen zurück, okay? Wie läuft es mit der Werbeoffensive? Gut, ja? Du kommst klar mit der neuen Waffe. Sie ist nicht zu überwältigend, nein? Es haben sich schon ein paar Kunden nach ihr erkundigt. Ja, Gibst du sie mir eben wieder? Dann können wir weitermachen, ja? Also während du sie noch trägst, kann ich sie nicht nehmen, oder? Das kann ich einfach nicht. Nimmst du sie ab für mich, bitte? Ach so, okay. Der merkt, dass ich sie noch trage. Ausrüstung. Was war denn hier mein Messer? Das, ne? Das 96er. Das Prüfungsschwert? Ach, das kann ich jetzt wieder nicht tragen. Ach, ich nehme jetzt erstmal irgendein anderes. Scheiß drauf. Hauptsache, ich schließe das hier ab. Willkommen zurück. Wie ist es gelaufen? Was macht das Marketing? War die Waffe schockierend, effektiv? Ja, nein, vielleicht. Es haben sich bereits ein paar Kunden nach ihr erkundigt. Gut, oder? Also, wenn du sie mir jetzt erstmal wiedergeben könntest, ja? Ja, wiedergeben. Während du da draußen die blutige Werbetrommel gerührt hast, waren wir hier drin nicht untätig, weißt du? Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Schau nur. Sie hat viel, viel mehr Uftata. So sagt ihr doch, oder? Sehr, sehr machtvoll. Nimmst du sie und zeigst der Welt, was sie kann? Ja, machst du das? Ich mache mir nur Sorgen, dass es nicht ganz so beeindruckend aussieht, wenn du einfach nur irgendeine einheimische Kreatur damit kaltstellst, oder? Was klingt toller? Einen super starken Feind töten oder eine ganze Batterie normal starker Feinde? Was ist die bessere Werbung, Oh nee, jetzt müssen wir... Ein starker Feind. Richtig. Wir wollen einen starken Eindruck hinterlassen. Wenn wir einen berüchtigten Feind töten, wird die Waffe über Nacht zum Kassenschlager, oder? Also mal überlegen. Welche richtig fiese Kreatur könnten wir dir das Ziel geben, Au, ich weiß. Ein Firmament Aura Vis vielleicht. Oder vielleicht sogar zwei? Ja, zwei sind besser als einer. Doppelt hält länger, weißt du? Oh, klar. Einer wurde ganz in der Nähe in Primodora gesichtet und seine Attribute ähneln jenen, die wir für unsere Testreihen verwendet haben. Das ist perfekt, oder? Wenn die Werbekampagne Erfolg hat, können wir die Waffe den Auravinator nennen, oder? Hihi, oder? Leonardo Auravinci. Haha. Witzig, oder? Sehr gut. Jetzt musst du die beiden Firmament Auraven töten. Mit der neuesten Waffe von Lieb und Stichfest. Viel Glück dabei, okay? Wir befinden uns in Gesprächen mit unserer Zentrale, weißt du? Es geht um den Zeitplan für die Massenproduktion unserer neuesten Waffe, okay? Die sitzen im Verwaltungsbezirk. Boah, ganz schön viel hier, Text. Da, wo die ganzen Rüstungsfirmen ansässig sind, weißt du? Würdest du vielleicht mal vorbeischauen und ihnen berichten? Ja? Ah, die Mission ist noch nicht zu Ende. Verwende die dubiosen Schocker und besiege damit zwei Firmament Auroven in Primoda. Ach, das ist noch nicht zu Ende. Ey, was für eine harte Arbeit hier für die Scale-Lizenz, Alter. Ich glaub's nicht. Okay, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wie wir diese stichfesten Argumente hier hoffentlich dann mal beenden. Also, seid dabei, schaltet wieder ein. Ich will jetzt unbedingt hier mein Scale haben. Also, bis dann. Ciao.